Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Wir spielen heute die erste Folge auf der nordfriesischen Marshmap ohne Gräben in der Vierfach-Variante. Version 1.2. Die ist ja jetzt schon seit ein paar Wochen draußen. Ich habe schon, bevor ich hier jetzt überhaupt angefangen habe, also ohne euch sozusagen, oha, das ruckelt aber, ohne euch habe ich die Übernahme gemacht, ohne das weiter zu dokumentieren. Das ist ja in dem Video von Fat Action ganz gut dargestellt, wie das funktioniert. Und das hat auch recht gut funktioniert. Und was ich auch noch ohne euch schon gemacht habe, parallel ist, ich habe die Felder alle gedüngt, weil die waren natürlich alle ungedüngt. Und ich habe ein Feld, welches ich in der auf der normalen Map umgebaut oder umgeflügt hatte, damit ich das praktisch als eigenes Feld habe. Das habe ich auch nochmal geflügt, ohne dass ihr jetzt dabei wart. Das ist also nicht mit übernommen worden, sondern das musste ich manuell machen. So, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen jetzt unbedingt Paletten verteilen. Wir müssen Paletten verteilen und wir müssen Paletten produzieren. Wir haben so viele Produktionen. Wo ich keine Paletten mehr habe. Und da müssen wir jetzt unbedingt was machen. Wir fahren jetzt erstmal runter zum Holz. Und schauen mal, wie es da aussieht. Was da auch so ein bisschen, ja, jetzt gewöhnungsbedürftig ist, das seht ihr gleich. Ich fahre ja mal hier runter, da habe ich nicht so viel Kurven. Mir weitaus lieber. Ups. Was wir auch noch machen werden, ist, wir werden uns Hakenlift-LKW kaufen. Mit ein paar Plattformen. Aber da kommen wir noch zu. Entweder jetzt in dieser Folge oder vielleicht in der nächsten Folge. Schauen wir mal. Da erkläre ich euch auch, was ich damit vorhabe. Wofür ich die gut finde. So. So, was eben neu ist, also außer dass die Map viel größer ist, hier geht jetzt eine Straße durch. Hier war früher keine Straße, hier war nur ein Feldweg. Und dann konnte man auch mal eben schnell hier einfach Paletten, also einen Trailer stehen lassen, um Paletten zu sammeln. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Weil, weil der dann mitten auf der Straße stehen würde. Das ist natürlich nicht optimal. Genauso seht ihr hier. Hier liegen jetzt Paletten rum. Auch nicht schön. So, ich muss erstmal hier das richtige Ladegut einstellen. Große Paletten. Arbeitsmodus an. Ja, dann sollte man vielleicht auch rückwärts fahren. Ach, ich habe ja Trailer Assist an. Bräuchte ich jetzt nicht, aber ist ja so schön gemütlich. Arbeitsmodus aus, ab nach hinten. Palettenproduktion darf nicht zum Erliegen kommen. Holz haben wir hier keines mehr. Da müssen wir mal gucken, ob wir selber Holz machen oder ob ich mir dieses Castor Woodpack kaufe. Weil ich habe eigentlich nicht so viel Lust auf Holz machen. Muss mal schauen.
super lag. Was ich jetzt vorhabe, ist hier mal ein bisschen aufräumen. Und da müssen wir unbedingt Paletten wegbringen. Es hakt an allen Ecken und Enden. Überall. So, erstmal machen wir hier die Pellets. Laden wir mal schön auf. Weiß gar nicht, Pellets können wir dann auch nochmal verkaufen. Wir sind ja finanziell, stehen wir ja ganz gut da mit fast 11 Millionen. Ach, scheiße. Naja, egal. Da habe ich natürlich eine angefangene Palette mitgenommen. Das wollte ich ja eigentlich nicht. So, und jetzt fangen wir erstmal an und bringen die Paletten hier ab zum, hier kann man übrigens dann auch schön sehen, da hinten geht es jetzt noch viel weiter. Die Map ist viel größer. Ich kann auch nochmal die kleine Map einblenden. Ja, also wirklich viel, viel mehr Platz. Und was wir auch machen müssen, wir müssen Diesel zur Sandproduktion bringen, damit wir die Brücke bauen können. Sand und Kies. Diesel wird produziert wie blöde. Wir haben noch irgendwie 120.000 Liter Diesel, haben wir schon im Prinzip fertig. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo fahre ich denn jetzt am besten lang. Ja, alles klar. 120.000 Liter Diesel sind fertig. Die müssen wir nur noch abholen, dazu kaufen wir uns nachher das Fortuna-Fass. Und weil mit dem kleinen Fass, was ich habe, da passen 22.500 Liter rein. Da fahre ich ja ewig. Ne? Und ich habe noch irgendwie 150.000 oder 140.000 Liter Raps habe ich noch in der Dieselproduktion liegen. Die werden auch noch verarbeitet zum Diesel, sodass wir dann also Diesel ohne Ende haben sollten. Ohne Ende jetzt nicht, aber schon recht viel. Und das hier bringen wir jetzt erstmal zur Molkerei. Weil in der Molkerei herrscht nämlich gerade ein Mangel an Leerpaletten. Ihr seht auch, ich habe die Texturen noch nicht getauscht. Ich hatte ja auf meiner Map-Version hier, habe ich ja bei der Molkerei und bei der Brauerei andere Texturen, andere Logos. Das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. Da warte ich dann noch auf den nächsten Bugfix. So. Damit sind wir hier voll. Jetzt war die Frage, wo fehlen denn jetzt noch Leerpaletten? Bei der Brauerei fehlen noch Leerpaletten. Ich glaube, also ich bin mir gar nicht sicher, bei der. Nee, da. Ich glaube, bei meiner Zellstofffabrik habe ich genug Leerpaletten. Ich weiß es jetzt aber gerade ehrlich gesagt gar nicht.
Wir gucken mal. Man soll es nicht glauben, wir sind schon wieder 10 Minuten rum und wir haben eigentlich noch nichts gemacht. Unfassbar. Hier kann ich auch nochmal Kompost abholen und wegbringen. So, und da sind noch Leerpaletten. Ach, und da sind jetzt auch noch welche. Da muss ich ja erstmal gucken. Die muss ich da erstmal richtig hin drapieren. Ah, ich hatte mal nach der Übernahme der Daten, hatte ich mal geguckt. Da gab es hier aber scheinbar ein Problem. Da waren hier nämlich gar keine. Okay, jetzt haben wir zumindest ein paar und jetzt kommen die noch dazu. So. Sehr schön. So, da haben wir jetzt erstmal wieder. Läuft da die Produktion? Ja, die Produktion läuft. Schön. Und mit Bier und mit Schnaps kann man hier mal echt noch am meisten Geld verdienen. Oh, schön. Wir fahren jetzt mal wieder zurück zur Holzproduktion. Wir müssen auch unbedingt Milch wegbringen. Von der Kuhweide. Wir haben noch, glaube ich, 150.000 Liter Milch da. Vielleicht sollte ich mir erst das Kottefass kaufen. Ja, mal gucken. Mal sehen, was wir machen. Dass da kein Gegenverkehr kam. Ja, voll durch den Busch. Ab geht's. Ab geht die wilde Fahrt. Will einsteigen, dabei sein. Hier, gewinne, gewinne, gewinne. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Nein, das natürlich nicht, aber... Ja, jetzt sind wir tatsächlich auf der Vierfach-Map. Es ist unglaublich, ne? Es ist unfassbar. Wir haben noch nichts davon gesehen. Das ist viel schlimmer. Außer, dass da hinten jetzt auch Häuser stehen. Wir können auch noch Felder kaufen, wir haben noch Geld. So, wir müssen auch hier die Produktion leer räumen. Das blinkt schon. Kann nichts mehr produziert werden. Und genau dafür wollte ich mir einen Hakenlift-LKW mit entsprechenden... Ich möchte mal eben was gucken. Ja. Hier wird auch noch ein bisschen Stoff produziert. Das ist auch schön. Den kann man dann auch verkaufen. So. Gibt es eigentlich irgendwo gerade Höchstpreise für Pellets? Wahrscheinlich nicht, ne? Guck eher schon mal ganz unten. Pellets, Heizkraftwerk. Nicht wirklich viel. Trotzdem können wir die... Naja, gut. Holen wir mal ein paar Pellets ab. Und dann überlegen wir uns, was wir hier mit dem Holz machen, aber ich will nicht selber in den Forst fahren. Lust habe ich da eigentlich nicht zu. Nein. Falscher Knopf.
So, wo sind eigentlich meine ganzen M82? So, damit der aber hier vorne weiterarbeiten kann. Die Pelletproduktion meine ich natürlich. Nehmen wir uns erstmal das hier. Bringen das da hin, weil der hat nämlich keine Leerpaletten mehr. Und auch du kommen sie erstmal darüber. So. Zellstofffabrik, wir brauchen Papier. Wir brauchen Papierpaletten. Damit hau ich hier erstmal ab. Erstmal zum Hof. Ich weiß, wo habe ich denn meine M82 stehen? Beim Lager. Stimmt auch. So, dann fahren wir jetzt mal zum Lager. Ja. Da haben wir ihn doch. Na los, komm zurück. Auch wenn wir schon fast beim Lager waren gerade, nützt ja nichts. Fahren wir da nochmal hin. Was wir dann machen? Das seht ihr heute Nachmittag in der zweiten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map ohne Gräben. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar oder ein Like, abonniert mich und noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinn sage ich Ciao!